Herzlich willkommen zurück in Skylanders. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau stehen geblieben sind. Vorab noch eine kleine Information. Vernando, den Seelenstein, den wir gefunden hatten in der Bögenburg, diesen Charakter hatte ich echt nicht. Den habe ich mir Flix bestellt. Und der ist, wie man sehen kann, auch noch original verpackt. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich schiebe noch ein bisschen zurück. Wieder ran. Ah, Nando, noch original verpackter kleiner Charakter. Ganz neu. Den haben wir jetzt auch. So. Der kann eine Wirbelbinde. Hey, du bist ein Skylander, oder? Oh, das war so cool, wie du meine Familie gerettet hast. Wenn ich groß bin, will ich genau so sein wie du. Ja, genau. So, mit Vernando werden wir auch gleich mal gucken, was für eine Aufgabe er hat. Bist du bereit für eine Heldenherausforderung? Dann muss ich dich warnen. Die sind knallhart. Genau wie ich. Willst du es mal versuchen? Wir wollen es mal versuchen. Jeder Skylander hat eine eigene Heldenherausforderung. Aber alle Skylander können sie alle ausprobieren. Such dir eine aus und dann los. Das ist doch der andere, ne? Wahrscheinlich, ja. Warum eigentlich immer nur drei? Wo ist Spyro? Achso, man weiß es nicht. Das wird jetzt für einen großen Skylander wie dich ziemlich einfach. Du musst bloß 100 Gegner besiegen. Ach so. Vielleicht ist das doch zu leicht. Machen wir es doch spannend. 100 Gegner in nur ein paar Minuten. 3, 2, 1. Noch 2 Minuten. Wo sind die ganzen Gegner? Da sind wir wohin. Man fragt sich echt mal, wo diese Gegner sind. War ich hier schon? Sieht man so, dann wäre ich hier schon gewesen. Die Hälfte schon. Zur Hälfte eine geschafft. Minute. Sie fehlen aber noch. Wo sind die nur? Nicht hier. Noch 10 Sekunden. Na ja, gut. Also solche Herausforderungen mag ich gar nicht. Dass wir die besiegt hätten, dann wären wir Papa 8. Hätten Herausforderung gescheitert. Oh nein, ich fürchte, du hast es nicht ganz geschafft. Ich sagte doch, dass es hart wird. Willst du es nochmal probieren? Nein. Vielleicht hast du mit einem anderen Champion mehr Glück. Werden wir jetzt nicht nochmal probieren. Wir gehen jetzt nochmal unsere Skylander durch, die wir bis jetzt haben.
Also, wir haben Vanondo. Den haben wir ja in der Böenburg gefunden. Dann haben wir angefangen mit dem Fisch. Grigran. Grigran können wir auch gleich noch mal ein bisschen aufleveln. Da hatten wir noch Geld. Hochdruckschlau. Nehmen wir den Hochdruckschlau. Jetzt geht das auch weiter. Das ist doch sehr schön. Und macht mehr Schaden. Dann hatten wir natürlich von Anfang an auch Sparrow. Es ist Showtime. Sparrow hat sogar noch genug Geld für was Neues. Oder auch nicht. Geladener Sprint. Ja, leider nicht. Genug Geld. Sparrow. Einmal die Ramme und das Feuer. Mehr kann er auch noch nicht. Dann hatten wir von Anfang an Trigger Happy in der Version Nummer 3 als Figur. Mit schönem Cowboy-Hut, was natürlich super zu ihm passt. Und der hat auch noch genug Geld auf jeden Fall, um mir noch was Neues zu kaufen. Topf voller Gold. Damit er mehr Schaden bewirkt. Topf. Eine Superladung. Nehmen wir die Superladung mal. Hat er noch genug Geld für was anderes? Nochmal für den Topf voll Gold. Ein Tresor, jetzt ist es ein Goldtopf. Okay. Und wir können jetzt aufladen. Auch sehr schick. So, dann hatten wir einen Leben Skylander, und zwar Stump Smash. Er konnte Eicheln spucken. Angriff machen. Und der hat auch noch Geld, da können wir noch ein bisschen was leveln. Wirbeleiche, stand stachelig, aber wir wirken mehr Schaden. Ja, warum nicht? Und dann reicht das Geld auch nicht mehr aus. Wow, und die sind größer geworden. Sehr schön. Dann hatten wir einen Geist-Skylander, nämlich Shop-Shop aus dem ersten Level. Er hat auch kein Geld, leider. Wir hatten ihn nämlich schon die Vampir-Aura beigebracht, mit der wir, wenn der Gegner Schaden zufügt, ein Leben wieder für ihn bekommen. Natürlich können wir ein Schild machen. Und dann haben wir noch den letzten, den wir bis jetzt gefunden haben. Sonic Boom. Sonic Boom kann er mit kleinen Freunden machen. Hat jetzt auch kein Geld mehr, leider. Ich kann schreien. Im nächsten Part werden wir die Story weitermachen. Und zur Öllacheninsel fahren. Und bis dahin. So, ich weiß, dass euch das Video gefallen hat. Dann lasst mal einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.